willkommen zu einem neuen Video, liebe Motorsportfreunde. Heute fahren wir nach Köln und zwar fahren wir die Motorworld Köln besuchen. Ich freue mich sehr drauf, ist eine sehr geile Location. Das ist auf dem früheren Flughafengelände, was umgebaut wurde. Dort kann man als Privatperson sein Auto ausstellen. Es gibt eine Michael Schumacher Ausstellung. Und ja, ich freue mich, es werden richtig gute Autos da sein. Ich war vor, ich glaube, 2 Jahren schon mal da. Oder vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist. Und war sehr begeistert davon. Es gibt coole Autos zu sehen, coole Händler zu sehen. Es gibt ein bisschen was zum Essen. Ja, und ich nehme euch heute mit auf den Tag und viel Spaß dabei. Wir sind angekommen an der Motorworld und ja, also wir stehen direkt vor dem Eingang bzw. vor der riesigen Glasfront und wir sehen auf jeden Fall direkt schon 3 richtig granatengeile Autos. Ein Auto, was auch perfekt zu dem Channel passt und ja, Wahnsinn, dass so ein Auto in so einer Kulisse steht und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, gleich reinzugehen und euch dabei mitzunehmen. So, wir sind angekommen in der Motorworld und es geht direkt gut los. Es passt sehr gut zum Kanal, denn wir haben hier einen R32 GTR, der genannt wurde Godzilla. Warum wird er Godzilla genannt? Weil er einen sehr starken RB26 Motor hat, der leistungsmäßig sehr stark nach oben gebracht werden kann. Und der Wagen in der damaligen japanischen Rennserie, in der, ich glaube, Super GT, sämtliche Titel eingefahren hat und somit als Godzilla das Monster betitelt wurde. Und ja, einfach geil, so ein Auto in so einer Kulisse hier zu sehen, neben so geilen anderen Autos, denn wir haben hier links daneben einen SLR McLaren, rechts daneben einen Pagani Huayra, was einfach super krasse Autos sind und dazwischen halt einfach einen kleinen Japaner. Finde ich gut. Für Leute, die super seltene und exklusive Autos mögen, haben wir etwas vor Ort, denn hier ist auch Alpin-Stützhändler vor Ort. Und ja, der Alpin ist ein sehr, sehr schönes Auto. Er wiegt sehr wenig mit 1100 Kilo, mit einem Mittelmotor mit knapp 250 PS. Ein ideales Auto, um damit auf die Rennstrecke zu gehen und um Kurven zu jagen. Und optisch finde ich das Auto auch sehr, sehr gelungen, mal etwas anderes. Leider sind die Wagen sehr wenig vertreten. Ab und zu sehe ich so ein Auto mal auf der Nordschleife, aber leider auch eher selten. Und ich finde es halt einfach ein richtig, richtig klasses Auto, gerade diesen schönen Blauton. Hier haben wir einen Lamborghini Huracan, eins meiner absoluten Traumautos, denn V10 Motor, einfach so eine geile Klangkulisse. Und ja, schade, dass Lamborghini jetzt demnächst wahrscheinlich auch wieder davon weggeht von diesen Motoren, beziehungsweise die Motoren werden ja leider wegen Abgasnormen immer kleiner. Ich hoffe noch, ich glaube der nächste Aventador soll auch noch einen V12 bekommen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber Lamborghini, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsmarken. Hier haben wir einen Lancia Delta Integrale, ein sehr geiles Auto. Die sind auch im Wert extrem gestiegen die letzten Jahre. Bekannt ist dieses Auto geworden durch die Rallye. Hat dort, glaube ich, auch sehr, sehr viele Siege eingefahren in der damaligen Zeit. Und einfach optisch ein sehr schönes Auto. Ich kann euch vielleicht mal Videosequenzen einblenden von dem Rallye-Auto, wie es damals gefahren ist. Und ich finde es halt in diesem Rot auch echt klasse. Gerade ist dieses Auto bekannt in dem Design, glaube ich, von Martini, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und ja, einfach wunderschön. So, wir haben hier einen, ich glaube, einen Sauber C9. Ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ich glaube, davon gab es auch unterschiedliche Modelle. Auf diesem Auto ist Michael Schumacher damals zu Testzwecken gefahren. Ich glaube, kein Rennen.
Aber ich habe zu diesem Auto eine andere interessante Geschichte. Und zwar bin ich mit diesem Auto bei Gran Turismo, ich glaube 5 war es, die 24 Stunden von Le Mans gefahren, zusammen mit einem Kollegen von mir. Grüße gehen da raus an Dominik. Und dort sind wir damals wirklich die 24 Stunden komplett durchgefahren. Also man konnte zwischenzeitlich speichern. Ich glaube, wir sind die in 3 Tagen oder so gefahren. Aber es hat mega Spaß gemacht und es war echt geil, mal so 24 Stunden selber durchzufahren. Ne? Damals schon mit Lenkrad gewesen, also das waren die Anfangszeiten. Da gab es diese ganzen heutigen Rigs, Car-Rigs und Simulatoren noch nicht so krass. Und ja, es war damals eine richtig coole Zeit und deswegen verbinde ich so ein bisschen mit dem Auto was und habe zu Hause dort auch ein kleines Modellauto von dem Auto, weil ich halt damit halt sehr viel verbinde. Die Wagen sind halt damals in der Le Mans Series gefahren, beziehungsweise beim 40 Stunden Le Mans, bei der ansässigen Rennserie, die dort halt vor Ort war. Und ja, es war die Vorgängerzeit von den heutigen LMP1 Prototypen, die halt jeder kennt, diese futuristischen Leichtbaufahrzeuge. Ja, und so fing das Ganze damals an. Hier befindet sich vor Ort auch die Michael Schumacher Privatausstellung. Das heißt, da dürfen wir es leider nicht mit hinnehmen, denn das ist der Familie vorbehalten und den Besuchern. Ihr könnt aber mal auf der Seite von der Motorworld Köln gucken. Dort gibt es einen 3D-Grundgang. Kann ich euch nur empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Und ja, vielleicht seht ihr dann sonst noch einige Bilder von der Ausstellung bei mir bei Instagram. In der Ausstellung von Michael Schumacher seht ihr zum Beispiel unter anderem aktuelle bzw. alte Formel 1 Autos von ihm, Pokale, die er gewonnen hat, Helme, die er gewonnen hat bzw. die er damals getragen hat. Also eine sehr, sehr schöne Ausstellung, kann ich nur jedem empfehlen, gerade weil Michael Schumacher einer der legendärsten Automobilrennfahrer der Welt ist und einfach eine richtige Legende ist. Und jeder, der im Motorsport irgendwie was zu tun hat, kennt diesen Namen und liebt diesen Namen. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, kommt vorbei, guckt euch die Ausstellung an. So, wir haben hier oben einmal einen Ford GT, auch ein richtig, richtig schöner Klassiker. Direkt dort neben, schräg drunter, haben wir einen GT3 RS in einer richtig, richtig geilen Farbe, in einem richtig dunklen Metallic-Lila. Erinnert mich so ein bisschen an die Farbe vom R34 GTR, dieses Midnight Purple, dieses dunkel-lila-blau. Sehr, sehr schöne Farbe, sehr schöne Ausstattung. Direkt dort drüber haben wir nochmal einen GT3 RS, also hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel GT3-Power angesagt. Wir haben hier nämlich nicht den Lamborghini vor Ort, sondern wir haben hier auch Bentley vor Ort. Hier einen wunderschönen Bentley Continental GT Speed. Dort neben ein Bentley Bentayga, der ist auch recht neu. Denn alle neuen oder alle großen Hersteller gehen auf diese SUV-Schiene. Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, alle haben sie mittlerweile SUVs im Angebot. Ja, es ist persönlich nicht meins, aber ich finde es nicht schlecht, dass sie sich mal auch in diese Richtung weiterentwickeln. Nicht nur in Sachen Luxussportwagen oder Hypercars gehen, sondern auch mal in die Richtung Familienwagen gehen. Hier gibt es nicht nur Autos, sondern auch Souvenirshops. Wir haben hier einmal einen Paddock-Shop, wir haben hier einen Michael Schumacher-Shop und wir haben hier verschiedene Restaurants, wo man essen gehen kann, frühstücken gehen kann, Mittagessen gehen kann. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, falls man vielleicht nur auf der Durchreise ist. Also auf jeden Fall ein Tipp von mir. Sehr schön, denn wir haben hier einen Koenigsegg Agera R. Viele können sich vielleicht noch an das Video von mir erinnern bei Esser Konzept. Viele wissen, ich habe einen Kollegen, der dort arbeitet. Viele liebe Grüße gehen daraus an John. Und zwar saß ich in so einem Auto schon drin damals, das ist jetzt glaube ich 6 Jahre her, damals in einem matt-schwarzen, sehr, sehr schönes Auto und ja, einfach fantastisch. So, wir sind jetzt hier im historischen Eingangsbereich der Motorworld Köln, denn das war ja damals ein ehemaliges Fluggelände und hier ist, ich denke mal, der Eingangsbereich von dem Fluggelände.
Und ja, es ist doch ein bisschen schön auf alt gemacht. Wir sehen hier eine alte Tankstelle, dort hinten einen schönen historischen alten Rewe. Sehr, sehr cool. Und ja, wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen. Und was ich auch jedem empfehlen kann, ist hier ein Hotelzimmer zu nehmen, denn wir haben hier auch ein Hotel, das sogenannte V8 Hotel. Sehr, sehr cool, gerade in diesem Autoflair. Die Zimmer sind, soweit ich das in Erinnerung habe, in verschiedene Stile eingerichtet, Richtung Automobile, Innenarchitektur, sehr, sehr cool gemacht. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Mir hat der Tag riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal an das Center Management, dass wir die Drehgenehmigung bekommen haben. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und ich hoffe, euch hat das Video, wie gesagt, gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!